Jeder einzelne Block, der heute betreten wird, fliegt danach in die Luft und wird irgendwann auch wieder landen. Das Ganze sieht super schön aus und auch sehr besonders, aber man darf nicht vergessen, dass diese Blöcke uns lebendig begraben können oder zum Beispiel unseren Boden wegzieht und wir dann fallen müssen. Was sonst so noch für Gefahren auf uns gewartet haben, das seht ihr in diesem heutigen Video. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung da lassen, würde mich riesig freuen. Genauso könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Es wäre ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen, denn wir haben das Ziel, die 1 Million Abonnenten bald irgendwann mal zu knacken. Und großes Dankeschön, dass das momentan schon so viele Leute machen. Wirklich, Leute, danke. Viel Spaß mit dem Video. Digi, ich sag mal so, ja? Join doch nicht, join doch nicht, join doch nicht. Okay. Ich fliege gerade noch, okay? Also, du wirst auf den Server joinen und die Challenge ist schon an. Und ich würde dir empfehlen, einfach mal zu laufen. Und dann wirst du unsere Challenge verstehen. Ich sag dir so viel. Es kann sein, dass sie anstrengend wird und wir uns, also... hassen werden. Ja? Ich würde sagen, join auf den Server und lauf, Junge. Lauf. Lauf, Junge! Stegi, hast du irgendwie besondere Schuhe heute an oder was ist das hier? Ich habe Schaf gegessen, weißt du? Ich würde dir empfehlen, eventuell nicht stehen zu bleiben, ansonsten hast du ein Problem, glaube ich. Oh, und dann gehe ich immer tiefer quasi. Du gehst, glaube ich, dann immer noch mal tiefer. Darf ich mitspielen, Kumpel? Moin! Das ist geil. Guck dich einfach bitte nach hinten um, wie schön sieht das aus, oder? Also sieht so richtig smooth aus einfach. Wir können es die ganze Zeit einfach mal so angucken. Du kannst auch so laufen und dann... Es ist wie ein großes Kunstwerk. Ich glaube, Doppelhelix bekommen wir wirklich hin. Also halt so DNA-strangmäßig, weißt du? Wir laufen hier unten wie eine DNA und dann sieht es hinter uns so aus. Wumm. Achso, okay, ja, genau. Wumm. Wumm heißt sozusagen rüberlaufen. Ja, hab ich schon verstanden. Alter, wie schön. Wumm. Das sieht echt nicht so schlecht aus. Wir können auch, wenn du möchtest, bevor wir weiter unsere Kunstwerke machen, wir können auch einfach in das Dorf gehen und eventuell mal den Villager in einen kleinen Besuch abstatten. Wir wollen übrigens, also, wir wollen Minecraft durchspielen damit, ne? Und du solltest eventuell aufpassen, du kannst sehr einfach und sehr schnell lebendig begraben werden. Wie baue ich denn Holz ab oder so? Ich würde sagen, wir haben heute flinke Beine, wir müssen einfach ein bisschen in Bewegung bleiben, ne? Also einfach immer wieder... Oh Gott, naja, okay, ja, alles klar. Ich würde dir einen Tanz empfehlen, den Baumabbautanz. Oh, ich verstehe, was du meinst. Nein, das Junge, die Blöcke tanzen aber mit. Das sieht so lustig aus. Nein. Ich habe hier noch eine Schmiede. Ich hoffe, oh mein, das ist die, also das ist wirklich die schlechteste Schmiede, die ich jemals gesehen habe. Ich habe das Gefühl, mit mir rede gerade in einem Cobblestone. Wollen wir versuchen, den Creeper mal zu trappen? Es sollte möglich sein, oder, dass wir den begraben? Ah, stimmt. Also ich laufe direkt hinter dir her, oder was? Ja, ich habe irgendwie einen sehr un... okay. Ich muss so langsam aber hinter dir laufen, dass ich sozusagen schon auf dem Boden laufe. Also bei 1 tiefer als... Gott. Ey, läuft der Creeper irgendwie auch langsamer als sonst irgendwie? Ja, es hat geklappt, aber... Minecraft durchspielen, meinst du, wie realistisch ist es mit dieser Challenge? Ja, ich glaube, hier ist es noch leicht. Hier werden wir keine Herausforderung haben, aber... Im Nether? Portal so zu laufen. Ich habe da auf jeden Fall ein paar interessante Sachen schon vor mir. Aber wie habe ich es geschafft, hier gerade Dirt abzubauen? Holz abzubauen. Landet das Holz irgendwie falsch? Guck mal, ich habe es hinbekommen, direkt Farmland zu bekommen. Warte mal, oh mein Gott, aufgrund des Weges. Ich glaube, ich habe die Lösung für all unsere Probleme. Stegi, pass auf. Ja. Komm mal mit. Ich laufe hier über Holz lang. Guck mal. Und dann mache ich Farmland und es wird abgebaut. Oha! Das ist insane. Okay, das ist geil. So können wir Holz farmen. Wie gut! Ey, die Arme, bist du Dachdecker oder was? Ja. Stegi, mein Inventar besteht aus einer Holzspitzhacke, Holzschaufel, 4 Kartoffeln, 4 Karotten, einer Tür, 4 Kohle und 17 Dirt. Ich habe echt ein Gefühl, das wird sehr interessant, weil das mein Stuff ist nach 10 Minuten. Ja, Stegi und ich werden uns auf jeden Fall ganz viel Mühe geben, dass wir sehr viele Kopfschmerzen in Kauf nehmen für euch, damit am Ende diese Challenge erfolgreich beendet werden kann. Bitte entschuldigt, jegliche Seeds, Blumen, die ich in meinem Inventar jetzt während dieser Challenge heute mit mir tragen muss, das ist leider nicht anders möglich. Ich finde es aber gut, ich kann dich auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Digga, mal eine andere Frage. Meinst du, es ist möglich, dass wir den Eisengolem killen? Wir können das zusammen machen. Warte, wir können es... Oh, ich hab eine Idee. Ich mach das schon. Nein, das würde ich nicht machen. Oh Gott. Ihn einbauen und um ihn herum sozusagen, weißt du? Junge, du denkst auch... Ist er drin? Ja, er ist... Ich hab zu. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, wir bauen jetzt oben eine Schicht. Genau. Ja, ja, und da läuft man drauf. Und jetzt? Und dann wird das suffocated. Ja, pass du auf, er ist noch sauer auf dich. Er weiß, wer du bist. Oh, ja, moin. Ja, ach. Nicht mehr weg. Ja, guck mal, wie ich das hier gemacht habe. Souverän. So viel Aufwand für 4 oder 3 oder 5 Eisen. Er steht jetzt echt.
Echt, ne? Ja klar, ich habe ja ein kleines Häuschen gebaut. Ich stell mir vor, wir killen so den Ender Dragon. Ja. Dig, was würdest du dir wünschen aus unserem Rune Portal? Eisen, Feuerzeug, ja. Goldschuhe. Ich hätte ganz gerne einen Regencape. Das wäre auch nicht schlecht. Ich nehme auch einen Zickzack-Cape. Ich mache mir jetzt eine Eisenspitzhacke, um den Goldblock abzubauen, weil ansonsten werde ich... Warte mal. Nein. Ich brauche gar keine Eisenspitzhacke. Weißt du auch warum? Wieso? Weil ich ein intelligenter Minecraft-Spieler bin. Ich brauche keine Eisenspitzhacke. Warte mal, kann ich dann auch so Obsidian farmen? Oder noch einen zweiten Goldblock? Ne? Junge, du kannst Obsidian so farmen. Ja, stimmt. Stiggy, ich habe 6 Obsidian und freue mich darüber. So schnell? Ja, was denkst du, mit wem du hier gerade Minecraft spielst? Was gibt es noch für Blöcke, bei denen es halt jetzt übertrieben der krasse Vorteil sein könnte, die so zu haben? Wir könnten Bedrock farmen. Pilzblöcke. Wir könnten legit Bedrock farmen so. Das stimmt, aber first brauchen wir Bedrock. Guck, wie du da hinten angelaufen kommst. Wir könnten Spawner abbauen. Oh, Spawner wäre krass. Schweine. Endportal. Warte mal, Wir machen ein eigenes Endportal, das wäre geil. Diggi, wir laufen in Richtung Westen und suchen uns eine Wüste oder Savanne, denn da haben wir unsere Ruhe. Ich habe 10 Obsidian dabei und auch ein Feuerzeug, 18 Gold und viele tolle Sachen. Diggi, pass auf, Planbesprechung. Was brauchen wir? Mehr Essen? Ja, Essen auch. Brauchen wir einen Bogen? Nein, oder? Nicht zwangsweise. Nee, bei der Challenge ist jetzt erstmal zweitrangig. Rune Portal! Oh, Essen! Nein, nicht das Portal essen. Oh, da habe ich die Mending-Spitzhacke. Gönn dir. Aber guck mal, was sagst du mal meinem Outfit? Ja, okay. Drip, drip, drip. Guck mal, weißt du was? Nimm hier nochmal deine Uhr. Jetzt habe ich sogar 2 für jedes Handgelenk. Guck mal hier, hä? Was sagst du mal? Glocken. Ah, oh, mir... Was sehe ich da hinten? Was siehst du da hinten? Alter! Oh! Ey, wir haben halt echt Glück. Ich sag's dir mal ganz ehrlich, du beschwerst dich, dass du nie Essen hast, ne? Du nimmst aber nicht ein einziges Tier mit. Okay, Fletching Table steht. Die Jungs wundern sich bestimmt auch so, was ist hier los? Irgendwie so erdbebenmäßig. Oh mein Gott, danke. Lass dich nicht zu sehr runterhandeln, ne? Ja, ich hab's perfekt gemacht. Ich habe für uns beide jeweils einen Stack Pfeile und einen Bogen. Bau jetzt mal einen Baum ab. Da vorne ist ein Lavasee. Wir können auch mal probieren, einen... Also, geht das? Oh, das wird aber anstrengend. Und, hä? Sind wir dafür gemacht, um schnell aufzugeben oder was? Ich glaube, wir schaffen das locker. Siehst du? Alright, hä? Minecraft-Welt. Jetzt kommen die 2 Final-Gegner. ich krieg das hin. Also einfach nur, weil du mir nicht glaubst, dass ich das schaffen kann, ne? Würde ich es eigentlich dir zeigen. Ich glaub dir das voll. Ja, alles extra. Das muss gesichert werden. Das ist sogar eins zu groß dann. Also hast du einfach für uns extra ein größeres gemacht. Ja, ich hab's für uns extra gemacht. Einen extra großen Eingang. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir da rein wollen eigentlich. Hier, so stehen. Oh Gott. So meinst du? Ich guck da mal, wie ich das mache, ja? Oh, ich porte. Same! Oh. Nein! Warum war das? Ja, Stegi. Ich komm auch noch hinterher. Es geht auf jeden Fall, ne? Aber... Ich hab noch ein Problem, Basti, glaube ich. Ja, hast du ein Problem? Na, oh mein Gott. Nein, Stegi, das ist... Stegi, hast du dich selber geobby-trapped? Nein, eben nicht. Alter. Oh, ich habe jetzt die letzte Minute gekämpft. Oh, mit Gott. Was? Du hast mit Blöcken gekämpft. Ja, ach Mann. Stegi, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin schon bereit. Also, ich habe auch schon Aufnahmen gestartet. Stegi! Wer ist das? Ich? Nein. Oh, wer bist du denn? Oh, what? Was hat er denn hier? Ihn kann ich aber nicht in den Rucksack stecken, ne? Der stirbt im Rucksack. Stegi, weißt du, ich kann dich auch in meinen Rucksack stecken. Auf geht's, wir wollen heute. Oh, das war das Go, ich darf ihn heute mitnehmen. Wir werden heute Minecraft durchspielen, während Blöcke, die wir betreten, in die Luft fliegen. Gemeinsam mit Stegi und... Ja, sag seinen Namen. Stegi, du kannst und gerne anhand. Auch. Wir haben was vor. Wir haben beim letzten Mal es nicht so gut hinbekommen. Ich fand, die Challenge ist auch schwierig. Eben, wenn du 2 Sekunden zu lange stehen bleibst oder sowas, dann passiert das ganz Schlimmes und du stirbst einfach. Naja, wie gut, dass wir doch sehr erfahrene Minecraft-Spieler sind und ganz genau wissen, was wir hier heute zu tun haben. Wir es heute bestimmt richtig gut meistern werden. Und wir mit Bravour heute Nether Stronghold End alles hinbekommen werden und uns kaum ein einziger Fehler heute passieren wird, oder? Ich glaube, das hier wird heute eine Flawless-Aktion. Gut, Stegi, ich merke schon, ich bin voll im Tryhard ein bisschen, bin schon am Eisenfarmen. Ich habe schon mega viel Holz und so zum Traden später. Wo seid ihr beide jetzt eigentlich gerade hingelaufen? Wir chillen gerade bei minus 100, 140. Aber das Problem ist ja auch, er hat eine andere Mission als wir, glaube ich. Was ist seine Mission? Stegi, wir haben heute das Ziel, den Ender dran zu töten. Wir können sich irgendwie noch einen Dschungel suchen, um ihn zurück zu seiner Familie irgendwie so zu bringen. Was denn? Der Typ will in den Süden. Wir können doch in den Süden laufen, meinetwegen. Ja, du kannst mir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ihr beide im Bett liegt. Ich bin gleich soweit.
Er hat ein kleineres Bett bekommen. Hat er wirklich ein Bett? Nein. Doch, er hat so ein kleines Bett, nur mit einer Wolle und einem Holz quasi. Guten Morgen. Weil er auch nur kleiner ist. Ist es eigentlich für dich eine Motivation, heute nicht zu sterben, weil du einfach auf ihn aufpassen musst? Ja klar, er passt auf mich auf. Was machst du jetzt? Wir fahren jetzt gerade beide essen, nur zum Verständnis, ja, ne? Wir brauchen noch so viel Essen. Ich habe da hinten schon Kürbisse gesichtet. Wir bräuchten aber Streich später, wenn du weißt. Ich fahre jetzt Sachen und ich versuche produktiv zu sein für die Challenge, alright? Wir auch. Inwiefern bereichert uns denn der Vogel für die Challenge? Weniger Fall Damage bei Sprüngen über 5 Blöcke. Des Weiteren haben wir ein besseres Verhältnis zum Ender Dragon. Meinst du, die stammen voneinander ab? Enderdrache und dein Vogel. Das ist so. Beide sind Flugtiere mit Flügeln. Kannst du das bitte anziehen? Ich darf das nicht tragen. Klar, habe ich angezogen. Mann, du siehst wie der letzte Idiot aus. Ey, es gibt keinen Minecraft-Skin. Es gibt keinen Minecraft-Skin, der gut mit einer Lederhose aussieht. Es ist aber auch einfach nicht möglich, ne? Wir können natürlich schon auf jeden Fall Dorf skippen. Keine Frage, wir haben echt mega viel Essen. Aber es ist schon immer nice to have, eigentlich. Ja, dann machen wir noch eine kleine Expedition. Da habe ich kein Problem mit. Wir gehen ganz kurz über den Ozean. Yo, lass uns mal... dein Vogel kann nicht schwimmen, oder? Ja, aber er ist ein Piratenvogel. Ich glaube, wenn du ihn rechts klickst, dann kann er uns Schätze zeigen. Quasi. Und dann fliegt er dort kurz hin und dann wissen wir, ob ein Schatz in der Nähe ist. Vielleicht hast du das Glück, dass du bei der Schatzkarte oder beim Schatz keinen Blocker bauen musst. Geradeaus. Stell dir mal vor, wie lustig. Das wäre geil. Yo, true. Und nicht auf die Kiste zack, gehen. Geiler Move. Hättest du jetzt diese Kiste damit abgebaut, Alter. Ich bin so sauer. Ey, Stegmann, Stuff sieht so gut aus. Also, ich habe 3 Diamanten übrigens. 10 Gold, 15 Emeralds, 35 Eisen. Was hast denn du so? Junge. Drück du mal E und ich drück auch E und wir vergleichen. Okay, aber hast du auch so viel Holz wie ich? Hab Dorfadleraugen. Quatsch, Amselaugen. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ich sehe cool aus, bin ready, gut equipped, hab viel Essen. Es ist eigentlich kaum möglich, dass irgendetwas schief geht. Mhm. Wir sind ready to go. Ich glaube, wir werden heute keinerlei Probleme im Nether haben. Willst du gießen? Nee, das darfst ruhig du machen. Oh, ich habe noch kein Wasser, stimmt. Zum Glück bin ich ein sehr schlauer Minecraft-Spieler. Da muss man hochkonzentriert sein, das weißt du. Ja, das habe ich ja auch beim letzten Mal beim Holzfällen gemacht. Und da hast du gesagt, bist du so langsam. Ja, ich baue ja in der Zwischenzeit gerade Obsidian ab. Meinst du, wir schaffen es diesmal rein? Klar. Diesmal einfach komplett unproblematisch. Hä? Ich bin drin. Fest, Dicker. What the fuck? Yo! Oh mein Gott, ist das... Digi, volle Konzentration im Nether. Wir haben einen super Spawn. Wir kriegen das hin, alright? Okay, wollen wir direkt zur Festung gehen? Na, was hättest du denn sonst vor? Bastion. Aber warum? Ich mag das total. Ich habe hier gerade eine kleine Operation, ne? Also. Oh, ich komme dazu. Ich bin Assistenzarzt. Hallo. Oh, was passiert? Oh! Oh, Alter, was war? Alter, geh hier weg, Digga. Die Blöcke sind weg. Alter, ich wäre fast reingefallen. Ich hab echt ein bisschen Pech bei der Festung, ne? Ich bin beim Spawner. Oh, okay, dann komme ich. Oh, hinter dir auch, du musst echt aufpassen. Schön, Stegi, stark. Nicht auf den Spawner laufen, ne? Alter, hier oben ist echt ein bisschen Ballett. Einfach die ganze Zeit so drumherum laufen. Wir können die Decke höher ausbauen, dann haben wir mehr Platz. Jawohl! Okay, guck mal, ich habe 2 Stück sogar. Ich habe 4, hier. Noch ein bisschen. Einer hat gedroppt auf jeden Fall. 8 haben wir. Wie willst du heute Enderperlen holen? Was willst du sagen? Wir können den Chiller machen. Was? Stegi, lass uns die es geht raus und ich nehme was mit. Wupp. warte. Oh. Ja, das wird halt automatisch zum Schweine-Spawner. Jawohl, wir haben einen Spawner. Junge, das ist das erste Mal in der Challenge, dass wir einen Spawner wahrscheinlich haben. Das ist Premiere. Das allererste Mal, dass wir einen Spawner in der Challenge haben. Ja, wenn wir ihn in der Overworld platzieren, haben wir halt unendlich Essen. Okay. Okay, Stegi, ich werde jetzt einen revolutionären Moment in dieser Challenge-Geschichte. Seit Jahren spielen wir das schon. Und jetzt kommt heute ein sehr besonderer Moment. Wir wollen mehr Schweine. Deswegen, bumm, revolutionär, ein Schweinespawner. Es sieht so nach Game-Mode aus, ne? Wir werden uns jetzt darum kümmern, Holz zu holen, Emeralds. Enderperlen. Dann haben wir noch einen anderen Besuch abzustatten. Und ich sag dir ehrlich, wenn wir dort uns den Boden unter den Füßen wegziehen lassen, da gibt's nicht so viele Möglichkeiten mehr. Wenn du da einmal reinfällst, dann bist du raus. Enderperlen! Wir brauchen aber noch mehr Holz. Und das sieht mir gerade nicht so aus, als würdest du gerade mehr Holz farmen. Also das kann ich wirklich nicht ganz so genau erklären. Basti, da hinten ist ein Kürbis. Den setze ich mir jetzt auf. Ja. Alter, ich glaube, das ist er. Ich nehme ihn. Oh, hab ihn! Alter, let's go! Na bad, Alter. Warte, hier Enderauge, ich lauf drüber, es fliegt hoch. Hoppa! Also momentan ist,
Was? Hä? Guck mal, ich mach's kurz auf. Ich öffne. Warte mal, Stegi, jetzt mal for real, jetzt mal ganz kurz. Das ist ultra krank. Das ist unfassbar krank. Danke, dass du es direkt kaputt gemacht hast. Ich hab's geöffnet. Leute, wir sind, also für euer Verständnis, wir sind auf Höhe. Das ist Höhe 69. Exposed Stronghold, das ist der Starter Staircase. Hab ich noch nie gesehen so. Das ist so verrückt. Das habe ich noch nie gehabt. Stegi. Ich hab den Raum, ich hab den Raum. Wie, was machen wir genau mit dem Spawner direkt? Soll ich den Spawner direkt... Du bist Spawner-Experte und baust ihn ab. Hab. Sehr gut, wir haben einen zweiten Schweinespawner. Ich würde sagen, wir versuchen echt diese Endframes abzubauen. Okay, du kannst die Grasblöcke schon direkt runterplacen. Mach mal. Das meine ich. Ja, du stellst dich schon mal hin und ich laufe drüber und du machst direkt rechtsklick. Stegi, wenn das jetzt wirklich funktioniert, dann sind wir echt krass Idioten, ne? Warum Idioten? Das ist mega stark. Nein, wir probieren es so aus wie die Wissenschaft. Basti, du hast jetzt die Ehre, du darfst oben einmal durchlaufen. Soll ich nicht direkt einmal im Kreis laufen? Wenn schon, denn schon. Meine Damen und Herren. Oh, ich werde das so bereuen. Ich mach das wirklich. Warum mach ich das? Es geht! Oh Gott! Es funktioniert! Alter! Wie nice! Es sieht so stark aus. Es sieht so merkwürdig aus, die im Inventar zu haben. Stegi, aber es ist ganz wichtig, du musst ganz doll aufpassen. Wenn du die platzierst, musst du als Spieler innen stehen. Deswegen sollte auf jeden Fall nur eine Person das platzieren. Ja, das ist so. Lass uns die nächste Mission versuchen, auch direkt hier zu beenden. Zu schaffen, okay? Du meinst Bedrock. Wenn schon, denn schon. Ich meine, das hat gerade wirklich stark geklappt, ne? Ja, wir müssen es tun. Oh mein Gott. Oh, ich habe das erste Bedrock schon. Höhe 5 sollte es dann sein, das ist stark. Warum machen wir diese Bedrock-Aktion? Sorry. Pass auf, das darfst du nicht machen. Oh, Jesus Christ. Ey, das ist alles voller Lava. Es war keine Abseits. Ja, es war kein Abseits. Oh. Ich habe jetzt... Oh. Ja, alles okay. Ich mache ein und dann bin ich erstmal weg da unten. Ich muss... Ich habe eine Idee, wie ich es mache. Oh Gott. Sorry. Du hast es... Ui, guck mal, was ich hab. Guck, ich hab. Wie hektisch, wie du da sitzt. Man hört nur, wie du aufhörst zu reden. Und einfach mal, auf einmal diese Tastatur. Klack, klack, klack. Junge, das ist echt der Bedrock. Weißt du, wie reich wir damit werden? Junge. Ich hab's. Ja, guck mal, ich hab auch. Oh, wir haben einen. Wollen wir weggehen, Basti? Ist es zu riskant? Das ist eine Sucht. Alter. Basti, du bist sautief, ne? Hä? Was denn? Ist dieser eine Grasblock. Hä, machst du jetzt nicht gerade schon die unterste Border weg? Doch, oder? Ja, was ich mache, ist verrückt. Das ist wirklich leichtsinnig, Basti. Für die Aufnahme einmal ins Void schauen oder hast du schon? Das Void war noch nicht da. Ich glaube nämlich schon, irgendwie habe ich so das Gefühl. Da habe ich es nicht mitbekommen. Der Block, war das kein Void-Block? Jetzt, unter dem Block wäre Void gewesen, oder? Wenn du da ist, auf jetzt drauf jetzt siehst du Void. War da Void? Nein. Immer noch nicht? Jetzt. Jetzt siehst du Void. Was? Ist es immer noch nicht? Nein. Alter, wie dick ist das denn bitte? Ich glaube, wenn du den letzten Block, den untersten Block, ne? Ja. Ja anläufst, dann würde der eh nicht mehr dort landen. Der würde ja ins Void fallen, glaube ich. Der fliegt durch. Das wäre nämlich so an die Angelhaken-Folge von SpongeBob. Stimmt. Mr. Krabs hat gesagt, das ist ganz, ganz schlimm. Und wir machen es trotzdem die ganze Zeit. Also ich mache da wirklich nicht mit. Weil ich weiß, wenn ich das da unten rumläufe, ich bin so hektisch, ich werde da unten sterben. Also du machst es echt cool, Mann. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, war Void. Ich habe auch gesehen. Man muss es nicht freigraben. Man sieht es von hier. Wirklich? Der hintere Block ist permanent Void gerade. Hier ist die. Oh mein Gott. Ja. Okay, Stegi, wir gehen jetzt hier raus. Aber das war krass. Cool, oder? Es war so gefährlich. Und vor allem, du hättest halt instant alles wegwerfen jetzt können, ne? Ja, alles. 2 Stunden einfach Arbeit. Weg. Alright, Stegi. Alter Falter. Dann heißt es jetzt. Geht es jetzt ans Portal bauen. Ich habe 10 Bedrock, ne? Ja, fertig. Okay. Junge. Du musst dich hochbauen. Dann von oben reinspringen quasi. Würde ich sagen. Ja, du kommst jetzt zu mir und springst jetzt erstmal hier rein. Ohne auf das Ding zu treten. Okay. Du kennst mich. Aha. Deswegen sage ich das so. Boom! Oh, wie schnell es ging. Wir fallen. Nicht. Stegi, hoch. Stegi, hoch! Der Server laggt bei mir. Bei mir auch! Wird dir was passiert? Das lä... Oh, nein! Was ist das denn?
denn? Was ist bei dir passiert? Was ist bei dir passiert? Ich wurde halt einfach zurückgeportet quasi und war einfach dead. Oh mein Gott. Aber ja, manchmal ist es so.